Fast. Nee, ich schlaf's einfach nicht. Aber das Haustier, um das es heute geht, könnte diesen Holzstamm hier mit links ziehen. Es ist der Haflinger. Das ist die Pferderasse mit der schönen blonden Mähne. Die kommen übrigens aus den Bergen. Bevor wir jetzt aber noch mehr über die erfahren, gibt's für euch die Quizfrage. Was können Haflinger besser als andere Pferderassen? Ist es Antwort A? Klettern? Oder ist es Antwort B? Schwimmen? Die Auflösung gibt's wie immer am Ende der Sendung. Ich mache mich jetzt auf den Weg ins Tal zu den Geschwistern Georg und Magdalena und ihren Haflingern. Und für euch gibt's so lange die Infos. Passend zu seinem kräftigen Aussehen ist der Haflinger in den Bergen von Italien, Österreich und Bayern zu Hause. Der Ort Hafling in Südtirol hat der Pferderasse ihren Namen gegeben. Vor etwa 140 Jahren wurde dort aus der Gebirgspferdestute und einem arabischen Hengst der erste Haflinger so gezüchtet, wie man ihn heute kennt. Mit fuchsfarbenem Fell, heller Mähne und hellem Schweif. Oft haben Haflinger weiße Abzeichen, zum Beispiel am Kopf oder an den Beinen. Sie sind mit maximal 1,48 Meter Stockmaß mittelgroß und eignen sich für Kinder. Aber auch für Erwachsene. Viele Haflinger werden nicht nur geritten, sondern auch vor die Kutsche gespannt. Und im Gebirge sind sie sichere Reit- und Packpferde. Selbst das unebenste Gelände ist für Haflinger kein Problem. Da sind sie ja schon, die beiden Haflinger-Fans. Boah, wie cool. Hey. Hi. Darf ich ihn anfassen? Ja. Wow, toll sehen die aus. Wer ist denn das, Georg? Wen hast du da mitgebracht? Das ist ein Hengst, ist der St. Georg. Der heißt auch Georg? Ja. Das ist ja witzig. Und wer ist das da drüben? Das ist die Stute Uccella. Uccella. Hengst und Stute vor der Kutsche. Ja. Geht das gut? Ja. Na, da bin ich ja mal gespannt. Und Magdalena, bei dir drüben? Ich hab einen Hengst und das ist der Verino. Verino. Oh, sieht auch toll aus. Wir dachten jetzt auf die Wiese fahren und ein bisschen reiten und Kutsche fahren. Ja, super, darf ich da mitmachen? Du kannst beim Georg aufsteigen. Dann los geht's! Georg lenkt seine Haflinger durch den Hütchenparcours. Dazu braucht er die Fahrleinen, seine Stimme und die Peitsche. Kutscher Georg nimmt mit seinen Haflingern auch an Wettbewerben teil. Die Jury bewertet dabei richtige Wege, Geschicklichkeit, wow, aber auch Schnelligkeit. Okay, jetzt müssen wir uns gut festhalten. Es macht Spaß, aber es ist ganz schön wackelig, oder? Wow! Und was macht dir jetzt am meisten Spaß dabei? Eigentlich auch die Geschwindigkeit, so. Der Adrenalin. So. Und der Umgang mit den Tieren. Jetzt schaue ich mir mal an, was die Magdalena so treibt. Danke, Georg, bis später. Ja. Magdalena reitet große Kreise durch die Hütchen auf der Wiese. Was sie da macht, heißt Dressurreiten. Mit solchen Übungen reitet sie Verino warm und macht ihn locker. Boah, Magdalena, das sieht super aus mit euch beiden. Wie oft reitest du ihn? 2 bis 3 Mal die Woche reite ich den jetzt. Und die restlichen Tage macht er dann entweder was anderes oder eine Freundin kommt zum Reiten. Okay. Denkst du denn, ich kann mich auch mal oben draufsetzen? Ich kann ja nicht reiten, aber vielleicht kannst du mir ein bisschen helfen? Ja, das können wir schon machen. Magdalena leiht mir ihren Reithelm und ihre Sicherheitsweste. Reithose und Reitstiefel brauche ich bei unserem kurzen Proberitt heute ausnahmsweise nicht. Sag mal, Magdalena, sind denn alle Haflinger so brav oder sind die auch manchmal stur? Also eigentlich sind alle brav. Aber der Verino kann auch anders. Ich wollte es gerade sagen, ne? Manchmal ist er auch ein bisschen bockig. Ja, da setzt er dann seinen Dickkopf einfach durch. Hui, das war cool. So, und was machen wir jetzt nach dem Reiten? Jetzt satteln wir ab, den tun wir mal ein bisschen putzen und bringen ihn dann in die Box. Und ich darf beim Absatteln natürlich mithelfen. Warum hat der Verino da eigentlich noch eine Decke drunter? Ist doch eh so warm. Damit der Sattel nicht auf seinem Fell auffliegt. Und dann
bekomme da keine Scheuerstellen. Okay. Wenn du den einfach da drüber. Da drüber hängen, okay. Sag mal, kuscheln Haflinger denn eigentlich gerne? Ja, also der Verino kuschelt schon gerne. Und was mag er am liebsten? Wenn man an die Ohren krault. Das ist wie eine kleine Massage fürs Pferd. Georg zeigt mir, wie man Ocella richtig putzt. Macht man das in so kreisenden Bewegungen? Na, da einfach immer so, dass das glatt gestrichen ist, da spitzt. Wie andere Pferderassen auch, sollten Haflinger nach dem Reiten kurz geputzt werden. Getrockneter Schweiß kann nämlich ganz schön jucken. Die Haflinger haben ja ein ziemlich helles Fell und diese weißblonde Mähne und den weißblonden Schweif. Ist es nicht ziemlich schwer, die sauber zu halten? Nein, irgendwie mit Shampoo. Also mit Shampoo? Mit Shampoo? Ja. Wasch dir die Mähne? Ja, das kann man mit ganz normalem Shampoo auch waschen. Beim Fell sieht man zum Beispiel, wenn es so glänzt. Dass das Pferd auch gesund ist. Ja, deswegen ist es wichtig, dass man immer putzt. Genau. Ocella darf jetzt auf den Paddock. Das ist ein Auslauf ohne Gras. Hier haben die meisten Haflinger ihren eigenen Paddock. In größeren Paddocks können Haflinger aber auch mit ihren Freunden gemeinsam draußen stehen. Sag mal, die Stuten sind ja jetzt alle einzeln in den Paddocks untergebracht. Dürfen die denn auch mal zusammen? Ja, also die 6 dürfen alle miteinander auf die Weide im Sommer. Da kommen sie in der Früh, werden die auslassen und auf die Nacht werden sie wieder reingeholt in die Boxen. Aber nur die Stuten dürfen zusammen, genau. Da dürfen jetzt keine Hengste rein? Nein, nur die Stuten und da sind dann auch die Jungen davon getrennt. Warum das? Die sind im Sommer auf der Alm und die genießen da den ganzen Sommer auf der Alm und dürfen klettern und das fördert dann die Trittsicherheit vom Pferd ein bisschen. Haflinger kommen ja eigentlich aus den Bergen. Fühlen die sich dann im Flachland überhaupt wohl oder sollte man die eigentlich nur in den Bergen halten? Na, die fühlen sich bei uns schon wohl. Wenn man es regelmäßig bewegt und sie haben viel Auslauf, dann geht es auch im Flachland gut. Wen hat denn der Georg da dabei? Oh, süß! Wo geht's für die zwei hin? Die gehen da aus an die Weide. Auf die Weide, okay. Los geht's. Oh Gott. Das kleine Haflingerfohlen ist zwar erst eine Woche alt, dafür aber schon ganz schön flott unterwegs. Und hat es auch einen Namen? Das ist die Olala. Olala. Das ist ja ein süßer Name. Das heißt, es ist eine Stute. Ja. Was muss man denn bei der Haflingerhaltung sonst noch so beachten? Also das ist jetzt nicht recht viel anders wie bei anderen Pferderassen. Aber die Haflinger sind halt sehr unkompliziert und sehr robust. Auch Regen oder eisige Temperaturen machen Haflingern nichts aus. Das dichte Fell und die lange Mähne schützen und halten sie warm. Klar, am meisten macht den Haflingern Spaß, wenn sie hier auf der Wiese rumspringen können. Aber wie viel Platz brauchen die denn in ihrer Box? Das zeige ich dir am besten. Können wir mal zum Merino rein in die Box? Ja. Gut. Wie viel Platz braucht er denn, damit er sich wohlfühlt in seiner Box? Der Widerrist ist der Punkt beim Pferd. Okay. Der wird vom Boden weg bis daher gemessen. Es ist ungefähr 1,50 Meter beim Merino. Die nimmt man dann mal 2. Und dann im Quadrat, das wären dann 9 Quadratmeter, was der Verino an Boxengröße zur Verfügung hat. Okay, das hört sich ganz schön kompliziert an. Ich zeig's euch nochmal. Die Höhe des Widerrists ist also entscheidend für den Platzbedarf. 1,50 Meter mal 2 ergibt 3 Meter. Und 3 Meter mal 3 Meter sind insgesamt 9 Quadratmeter, die ein Haflinger braucht. Wie schaut's denn aus? Können wir den Merino mal füttern? Ich glaube, der hat Hunger, der knabbert dich ja schon an. Ja, aber ich muss schnell weg, weil ich habe eine Überraschung und da muss ich noch was vorbereiten. Okay, eine Überraschung? Das hört sich ja super an. Haflinger fressen vor allem eines: viel Heu. Hau rein, Merino. Wie viel kriegen sie davon am Tag? So ungefähr 5 Kilo. Kommt, 5 Kilo Heu, das ist aber viel.
Ja, kommt drauf an, wie viel das man. Also er frisst ziemlich viel und nimmt nicht zu. Und andere werden dafür doch schwerer. Ah, da muss man schon aufpassen. Ja, man kann nicht alle gleich viel füttern. Wie ist es denn? Kriegen sie jetzt wirklich außer Heu und Gras nichts zu fressen? Die haben doch heute auch schon schwer geschuftet. Die, die jetzt halt, arbeiten oder im Turniersport mit uns sind, die kriegen nur Kraftfutter und ein bisschen Mineralfutter, Hafer, Müsli. Aber das bekommen auch nur die, die wirklich arbeiten. Verino schmeckt das Heu richtig gut. Sag mal, Magdalena, ein Pferd, mit dem man so viel unternehmen kann, das ist wahrscheinlich auch nicht ganz billig, oder? Was kostet denn so ein Haflinger? Also ausgebildeter Haflinger gibt es ab 3.000 Euro bis zu 8.000 Euro. Was kostet mich das, einen Haflinger unterzustellen? Ungefähr 300 Euro im Monat mit Futter. Die Tierarztkosten halten sich beim robusten Haflinger in Grenzen. Wichtige Impfungen und die Wurmkur kosten etwa 120 Euro im Jahr. Der Hufschmied kommt alle 8 Wochen und kostet 100 Euro. Und wie sieht es mit der Ausrüstung aus? Was kostet das ungefähr? Das ist ziemlich unterschiedlich. Beim Reiten kostet halt der Sattel und die Trense und das halt um einige 100 Euro. Mhm. Und wenn man Kutsche fährt, da kosten halt die Geschirre und die Kutsche schon eher einige 1000 Euro. So, jetzt bin ich aber richtig gespannt. Meinst du, der Georg ist mit der Überraschung schon fertig? Ich denke schon. Sehr gut. Boah, Leute, schaut mal, was für eine coole Überraschung. Der Georg zieht jetzt mit Hilfe von Uccella und Verino diese zwei Baumstämme hier durch den Wald. Also das, was sonst große, starke Maschinen machen, machen jetzt die zwei Pferde. Krass, oder? Ich bin gespannt. Aber bevor die drei jetzt loslegen, müssen wir unbedingt noch die Quizfrage auflösen. Sonst vergesse ich das noch. Was können Haflinger besser als andere Pferderassen? Antwort A, klettern, oder Antwort B, schwimmen. Magdalena, du weißt es bestimmt, oder? Antwort A, klettern. Ganz genau. Vielleicht komme ich ja im Sommer noch mal zu euch und dann können wir auf die Alm schauen und euren Pferden beim Klettern in den Bergen zuschauen. Aber jetzt legen wir los. Wow! Wie cool, sie können es tatsächlich. Ich sag, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, servus. Wartet auf mich. Hey Leute, ihr seid tierisch interessiert? Dann klickt hier und ihr bekommt immer unsere neuen Videos. Einfach weitergucken könnt ihr da.